gehört. Heute gibt es das ganz, ganz wichtige Spiel bei den Spurs. Europa League Achtelfinale Hinspiel und dann geht's weiter mit 60 München in der Liga. Ja, es geht Schlag um Schlag auf jeden Fall alle drei Tage ein Spielchen und gucken wir mal. Heute Tottenham. Das wird auf jeden Fall zumindest so die erste mega harte Nuss dieser unserer Karriere. We'll start taking questions now. Oh, auf Englisch sogar. Ja klar, der Außenseite sind wir auf jeden Fall und wir versuchen natürlich den Sprung mitzunehmen aus den letzten Spielen und hier weiterzukommen. Punkt. Vielleicht schaffen wir es. Definitiv. Aber mit der Offensive, Bale, Kane, das ist nicht ganz Sonnen. Ja, ist nicht ganz ohne. Definitiv. Das heißt, wir waren nicht besonders schwer. Also Heidenheim, wir hätten uns auch höher noch gewinnen können, das ist 3-1. Aber der Fokus lag auf dieses Spiel hier tatsächlich. So, und jetzt heißt es, wie gesagt, voller Fokus auf dieses Spiel. Okay, guys, we'll be wrapping up now. Thank you for attending. Weil jetzt wird es knallerhart, definitiv in den nächsten Spielen, nächsten Runden. Jede Runde kann jetzt die letzte sein. Ich hoffe nicht, dass wir diese Runde jetzt haben. Weil vor allem wegen finanziellem Spielraum für die neue Saison. Wenn ich mich wirklich komplett neu aufstellen will oder gut neu aufstellen will, um den Titel zu holen, müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen liefern. Wie gesagt, Tottenham Hotspur ist der nächste Gegner. Und dann schauen wir mal, ob wir es heute hinkriegen. So. Oh, Hummels haben sie sich geholt, okay. Ah, sie spielen tatsächlich nur mit Harry Kane. Kein Bale, kein... Okay, na gut, dann spielen wir so, wie es ist. Kein Bale, kein Zorn da vorne drin. Na gut, vielleicht sind sie beide gewechselt, das kann auch sein. Bale ist, glaube ich, noch mal dritt, der ist ja nur ein Tier ausgeliehen gewesen. Naja, wie dem auch sei, wir nehmen es, wie es kommt, wir müssen gucken, wie der Gegner steht. Machbar, ich hoffe, dass es machbar wäre, ist. Oder dass wir ein gutes Ergebnis holen. Darum ist es richtig. So. Na dann, auf geht's. Wir melden uns aus dem Tottenham Hotspur Stadium, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf das Achtelfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Tottenham Hotspur gegen Schalke 04. Der Einzug in die nächste Runde, das ist das Ziel für die Gastgeber. Kann ja auch klappen, aber ein Selbstläufer ist es nicht. Sie haben die leichte Favoritenrolle, aber hier im Spiel kann alles passieren. So. Das ist die Aufstellung heute. Oder unsere Aufstellung vor allen Dingen. Unsere Jungs sind heiß. Die wollen natürlich hier den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Einfach wird es definitiv nicht. Aber ich habe die letzten Auftritte unserer Mannschaft in London. War, glaube ich, das zweite bei Arsenal. Und das 1:1 bei Chelsea. Das waren, glaube ich, die letzten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gut, das letzte Ergebnis in England muss ich jetzt nicht kommentieren. Das war das 0:7 gegen Manchester City. Aber es ist halt City. Aber gut. Da sind schon andere Mannschaften untergegangen. Naja, mal gucken. Bis heute. Wobei Champions League brauchen wir oder Europa League brauchen wir in den nächsten Jahren sowieso bei uns nicht mehr drüber reden. Das weiß ich auch. Wichtig ist erstmal, dass wir uns in der zweiten Liga neu aufstellen und gute junge, hungrige Jungs machen, die Altlasten wegbekommen und dann einfach gucken, was in den nächsten Jahren machbar ist. Denkt man ja erstmal gar nicht. Wenn man da nur eine Spitze naja, gut, erstmal konzentrieren wir uns hier auf Tottenham auswärts und das sind die Jungs, die uns das Leben so besonders schwer machen sollen. Mal gucken. Wie gesagt, ein, zwei Auswärtstore und dann hoffen, dass wir im Rückspiel alles klar machen. So ist unser Ziel eigentlich. Die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld.
Genau so ist es. Das sind unsere Jungs, das ist unsere Elf, die es hier heute richten sollen. Oder zumindest den ersten Schritt machen sollen in London. Genau, klarer Sieg gegen Braga und jetzt soll es Tottenham werden. Oder sein. Fakt ist, dass wir uns ein bisschen konzentrieren müssen. Lazari, der jetzt mal. Aber dann abgelaufen von Mustafi und der kennt die Spurs ja auch. Kolasinac. Schönes Ding. Ach, ich dachte mir, der geht doch noch mit. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Ja, es ist klar. Kane ist nicht ganz ohne. Das müssen wir auch. Ach. Ryan Sessegnon. Ehemaliger Hoffenheimer. Mondi. Ist das Mondi? Ist das der von City oder von Real? Okay. Oliver Skip. Ach! Ja, es muss aufgepasst werden, dass wir da die Lücke nicht zu sehr aufmachen. Ich sag ja, Tottenham wird definitiv alles andere als leichte Aufgabe werden. Das war mir schon fast klar. Ich hätte lieber einen einfacheren Gegner gehabt. Die Ecke findet keinen Mitspieler. So. Javairo del Rose. Der, über den geht viel mit Tempo wahrscheinlich. Ah, das ist klar. Der Rosun, der sich da freispielen lässt. So, den Pass kriegt er nicht quer. Und wenn der nämlich durchgeht, steht sie 1-0, weil dann kann der Stürmer nämlich das Ding nur einschieben. Joe Gomez. Gomez. Aurier. Wieder da, wieder Gomez. Ja, viel wird wahrscheinlich über die Außen gehen. Viel wird wahrscheinlich über die Rosun-Seite gehen, weil der einfach Power hat oder weil der einfach Geschwindigkeit auf der Bahn hat. Da haben sie jetzt den Ball. Und dass man da vielleicht mit einem schnellen durchmarschieren, da wie jetzt gerade eben die Chancen sucht. Der Rosun. Der Rosun. Na, schade. Ecke. Ecke kommt. Mustafi. Der aber nicht auf die. Diese Ecke erstmal weg. Ja. Marco Richter. Marco Richter. Aber die war Gazzaniga, der den Ball gut abfängt. Kein Duris im Tor bei den Spurs. Scheinbar auch viele, viele Abgänge bei Tottenham. Aber es ist scheißegal, wer am Ende dort steht. So, Einwurf, den gibt es für uns, weil wir den Ball auch ausgepresst haben. Ja, schön gemacht, Marco Richter. Die Gelegenheit für die Flanke. Ach, schade. Den Schuss kann er blocken. Ja, ich krieg aber auch keine Elfen. Okay, keine Elfmeter, aber auch wenn ich da ein bisschen vorder gerade so ein bisschen, weil meiner Meinung nach war der Pass nämlich das Anfang und dann gab es noch das Foul zum Rauslauf, weil ich den noch nicht noch rauslaufen wollte. Kane, Lazari. Ah, Gott, ah, verteidigt. Bisher kriegen wir es aber auch wirklich sauber verteidigt da hinten. Schalke jetzt über auf. Cola. Sina. Kommt jetzt die Flanke rein. Ah, bisher nicht wirklich. 38. Ball jetzt bei Dele Alli. Weil 0-0 auswärts ist nicht ganz aber einfach. Weil, wie gesagt, da musst du nur unentschieden spielen. Da bist du nämlich raus. Deswegen wäre es gar nicht so wichtig. Ne. Okay. Kane und Brenno. Ich sage ja, das ist genau das, was passieren nicht passieren darf, dass er da durchmarschiert. Bisher haben wir es hingekriegt. Und dann gibt es diesen Ball verlos statt die Vorwärtsbewegung. Aber Amate, der das gut verteidigt bisher. Marco Richter. Richter. Wird's jetzt gefährlich? Martin Kobylanski, das gibt für uns die Ecke. 45. Minute. Packen Sie die Führung hier. Ecke in die Mitte. Ah, da gut aufgepasst. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Kolasinac. Abseits. Oh, ich dachte, fällst mir den Angriff weg. Weil es wäre jetzt krass gewesen, wenn er mir natürlich den Angriff weggepfeffen hätte. Und damit wär's, geht's, glaube ich, mit 0-0 in die Pause, ja. Kane.
Ach, lass doch mal laufen. Für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Na, 0-0 ist okay, weil wie gesagt, Chancen haben wir, glaube ich, auch beide nicht. Also was heißt beide nicht, aber Tottenham hat da auch die eine oder andere Chance. So, eine kurze Zwischenstände, Lazio, Marseille 1-0, Gladbach, Liverpool gegen Leverkusen 1-0 und Sevilla, Juve 0-0. Guckst du auf die Statistiken, gucken, die kriegen wir gerade nicht rein. Kriegen wir die tatsächlich rein, weil ich würde gerne mal auf die Statistiken gucken. Ja, Tottenham hat da zwei Situationen, wo sie aufs Tor schießen konnten. Wir bisher nicht. Aber mal gucken, zweiter Halbzeit kann noch laufen. Interessantes Spiel im Achtelfinale der UEFA Europa League. Richter. Ja, Vairo. Sag ja, Fiege wird wahrscheinlich über die Rose umgehen. Der nach außen mit Tempo vorbeigeht. Genau das meine ich. Da ist keiner. Das war schlecht. Ja, ich sag, es geht viel über die Rose und der Außen. Der wird wahrscheinlich mit viel mit Tempo machen müssen. Wings. Also, mal schauen. Oliver Skip. Ja, der Ball ist weg, oder? Ja. Da geht auch keiner, der ist der Abschluss für uns. Puh. 52. Minute. Die Siegesserie jetzt reißt, ist mir auch herzlich egal. Wichtig ist, dass wir hier ein Tor machen. Mir wäre es was 1-1 lieber, weil dann könnte man nämlich auf 0-0 versuchen. Könnte es 0-0 gehen. Aber wie gesagt, das ist alles noch machbar. Es ist alles noch drin hier. Lass es mal ein bisschen konzentrierter mit den Angriffen umgehen. Harry Kane. Ryan Sessegnon. Sessegnon, der aber den Ballverlust provoziert. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ach Mann! Ich krieg's aber auch gar nicht hin, da wird's mal ums Frei zu spielen. Kane. Oliver Skip. Jetzt müssen sie aufpassen. Ach, da. Hab dich. Gutes Pressing jetzt. Jawohl, gut gemacht. Erneut jetzt der Ballverlust. Benjamin Mondi. Dann ist es der Chelsea-Spieler. Der andere ist nämlich Ferland. Verloren. Könnte eine Chance sein. Das ist doch nicht wahr. Und das ist, da hauen wir das Ding selber rein. Hier. Eigentlich war das Ding in der Tasche. Und dann macht's Kane. Die Sache, der. Sechstes Europa League Tor von. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Oh. Number 10, Harry Kane. Javairo Del Rosun. Javairo Del Rosun. Ja! Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Da ist dieses ganz, ganz wichtige Auswärtstor. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Gegen Aurier. Das ist nicht das erste Mal. Das ist nicht das erste Mal, dass er dem da wegläuft. Jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung. Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Ja. Und zwar positiv für uns, weil wir unser Auswärtstor nämlich haben. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Okay, keine Durchsage vom Stadionsprecher. Ja, gut. Wichtig ist, dass wir jetzt unser Auswärtstor haben. Jetzt ist es nämlich. Am Ball der Herrlich. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Lazar! Der eigentlich den Ball holt gegen Joe Gomez. Jetzt mal ein bisschen und in der. Mit der Grätsche, aber ja, das war ein bisschen Glück für die Spurs, weil der. Platz, jetzt vielleicht der Konter. Jetzt habe ich ihn. Abgelaufen. Kobylanski. Ja! Abseits, fuck you! Bin dann an mir schön weggeholt. Ja, ich habe nur gesehen, dass er da frei durch ist und dann schon passt gespürt. So, Wechsel jetzt bei den Spurs. Ein Dombele für Skip. 77. Minute. Wir brauchen noch bisher noch keinen Wechsel. Tanguy Ndombele. Am Ball der Herrlich. Guter Einsatz, das war so, wichtig. Gut gemacht.
Marco Richter jetzt, Entschuldigung. Kobylanski. Bekommen Sie jetzt noch eine Chance. Schön gemacht, Amate. Da kommt der Pass auf außen. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah, die, der Ball kommt. Naja, Problem. Hat er gut gemacht. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. So, während ich jetzt noch mal kurz durchwechseln werde, 8 Minuten vor dem Ende der Partie, versucht Gott dann nochmal einen Angriff aufzubauen. Und ich werde halt 3 Wechsel ziehen jetzt. Weil ich werde den Richter jetzt rausnehmen. Ich behalte jetzt den Rosen auf dem Feld, bringe den Hack für die andere Seite. Nicht mehr lange zu spielen und es steht nach wie vor unentschieden. Schafft hier noch ein Team den Siegtreffer. Ryan Sessegnon. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch verdienst der Abwehr. So, jetzt bringen wir 3 Wechsel, weil ich muss es jetzt probieren. Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Son, okay, doch drin. Robin Hack. Hier könnte es jetzt nochmal gefährlich werden. Robin Hack! Und das verhindert der Keeper noch. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Das Pressing ist da. Harry Kane. Ja, Pfeff, 1-1. Was fangen wir mit dem Ergebnis an? Ist ja, wem nützt das mehr? Ich glaube, ja, ist ja klar, beide hätten lieber den Sieg eingefahren. Aber wenn man mal bedenkt, dass wir uns das Gegentor eigentlich selbst reingehauen haben. Haben beide eine gute Chance aufs Weiterkommen. Das war ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben uns das Tor tatsächlich so ein bisschen selbst reingehauen. Der Fehler in der Defensive und dann, ja, das blöde Gegentor. Und damit steht es am Ende 1-1. Ausgeglichen ist es. Das Spiel ist definitiv verdient unentschieden. Sevilla gegen Juve 1-3. Aber wie gesagt, mal gucken, was am Ende rauskommt. Könnten wir uns tatsächlich hier durchsetzen. Weil 0-0 würde ja reichen im Rückspiel. Dann wären wir ja nämlich durch die Auswärtsregelung weiter. Aber mal gucken. Nee, bleiben wir nicht. Nein, wir sind keine Favorit. Das ist Tottenham, wir sind immer in der Lage, noch ein Tor zu schießen. So, Zeitspielen kümmern sie mich nicht. Wieso? Da brauchst du Stand so unentschieden. Und wir haben halt nur ein blödes Gegentor kassiert, ein unnötiges Gegentor. Und ja, und dann ist es halt schwer. No further question. Thanks for your time. Wahrscheinlich werde ich mit Ganvula statt Terror da vorne drin spielen im Rückspiel. Mehr körperlich und mehr ein bisschen Geschwindigkeit reinzubekommen. Weil Tirol ist natürlich so der Strafraumstürmer. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen die Münchner Löwen.